Pokalfieber im kleinen Dassendorf. 3200 Einwohner östlich gelegen von Hamburg freuen auf die große Bühne DFB-Pokal. In der Saison 2000-2001 war die TuS schon mal dabei. Damals eine 0:5 Niederlage gegen Unterhaching. Dieses Mal träumen nun alle von der großen Überraschung. Ja schon, das ist natürlich ein Highlight für uns nach vielen Jahren. 2000 haben wir schon mal DFB-Pokal gespielt, also mal fraglos das größte Spiel der letzten 18 Jahre oder mindestens mal auf Augenhöhe mit dem Hamburger Pokalfinale, was wir ja im Mai spielen durften. Das war eben auch ein Erlebnis, was wir, glaube ich, so schnell nicht vergessen werden, oder bin ich ganz sicher, dass wir das nicht vergessen werden. Und in ähnlichem Maße freuen wir uns natürlich jetzt auf dieses Spiel. Ausgerechnet vor dem wichtigsten Spiel des Jahres kassiert der Fünftligist in der Liga gegen den TSV Sasel eine 1:2 Niederlage. Trainer Elad Ostermann sieht das Ganze gelassen, getreu dem Motto: schlechte Generalprobe, gute Premiere. Erstmal wirken sie recht cool, wie ich finde. Aber man hat so in dem letzten Spiel schon gemerkt, dass, glaube ich, die Gedanken schon um das Pokalspiel kreisten. Haben wir auch nicht so erfolgreich gespielt gegen Sasel. Also es wird jetzt einfach Zeit, dass das losgeht, und alle freuen sich drauf. Der Oberliga-Serienmeister kann auf 4 Spieler mit DFB-Pokalerfahrung zurückgreifen. Marcel von Balzleben-Schied erinnert sich gerne an die Pokalauftritte zu seiner Zeit bei Carl Zeiss Jena. Ich habe ja ganz gute Erfahrungen im DFB-Pokal machen dürfen. Ich habe mit Carl Zeiss Jena damals das Halbfinale erreicht, wo wir im Halbfinale in Dortmund gescheitert sind. Ja, und da haben wir als Zweitligisten natürlich auch den ein oder anderen Bundesligisten rausgehauen, und das war schon eine Erfahrung. Man sieht also, man kann was machen. Also man kann auch als unterklassiger Verein weiterkommen. Natürlich muss es dann stimmen. Mit wichtigen Pokalerfahrungen soll es gegen den MSV Duisburg die Sensation geben. Auch wenn sich insgeheim viele Spieler die Bayern oder Dortmund als Gegner erhofft hätten. Gelingt den Dassendorfern der Pokal-Coup? Für den Fall der Fälle sind die Jungs von Trainer Ostermann schon gut präpariert. Wenn wir gewinnen sollten, dann denke ich, sobald ich in der Kabine sitze, wird erstmal bei mir Ruhe einkehren. Man wird den Moment so ein bisschen realisieren und genießen. Und der zweite Moment wird dann sein, dass ich mir mit meinen Mannschaftskollegen ein kühles Blondes aufmache. Und genau dieses kühle Blonde wollen sich die Männer vom Wendelweg verdienen. Die Zebras zähmen, tierisch über sich hinauswachsen, für Furore sorgen. 3200 Einwohner in der Gemeinde Dassendorf sind bereit für den Pokalfight. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.